Habe ich tatsächlich Minecraft geschlossen oder minimiert? So. Jetzt haben wir wieder fast Holz. Wieder genug für unser Haus. 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 Holz. Holz. Wir haben fast genug Holz gesammelt. Wir sammeln fast Holz. Genug Holz gesammelt. Holz. Holz, 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 Holz. Holz. Und es leckt. Wir haben fast genug Holz gesammelt. Scheiße, ich brauch wieder verfickte Erde. Erde, 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 Erde. Ich bring mich gleich unter die Erde. So. Ah, zu der Musik singt Gronkh immer, deswegen möchte ich hier mal nicht singen. Rein ironischerweise. So, hier müssen wir allerdings noch ein Ding machen, so noch eine Ebene. Ach, übrigens ist das Haus in einem komplett anderen Baustil, wie ich meine anderen Häuser in der Let's Show-Welt normalerweise baue. Ja, wir müssen es leider auch über der Deutschlandflagge machen. Denn hier wird ja unser neues Stockwerk entstehen. Dun, dun, dun. So, hier haben wir noch ein paar Steinziegel. Ist die Musik auch richtig laut? Ja, gut, passt, ne? Alles passt in diesem momentanen Videoaufnahme. Part. Ich werde es auch dann Minecraft irgendwann mal so machen, dass ich es mal pausieren muss, um Cryostasis fertig zu machen. Aber dann sehe ich das positiv, dann gibt es nur noch Minecraft und Pokémon. Für eine bestimmte Zeit lang. So, ich möchte es jetzt so bauen. Ach verdammt, der Leck, der ist echt nervig. Der behindert meine Arbeit. So, wir bauen unser Haus bis in die Wolken hoch. Nein, natürlich nicht. Mäh. Okay, ich glaube, das müssen wir hier auf der anderen Seite auch noch machen. Holz haben wir noch genug. Ja, verdammt, schon wieder doppelter Baufehler. Ich bin nicht hier, um euch zu unterhalten. Ich bin hier nur, um zu spielen. Die Musik unterhält euch jetzt. Also Musik, unterhaltet die Leute. Verdammt. Doch etwas langweilig, ne? Deswegen muss ich jetzt irgendwas aus meinem Nähkästchen plaudern. Und zwar möchte ich das Haus jetzt dann so bauen, dass dann hier so ein Dach nach oben geht. Hier machen wir es noch eins höher, so in der Mitte von diesem ersten Stock. Und hier werden wir eins nach oben bauen. Also quasi so, so ein Dachdings da, so ein Dachleistungsdings. Ihr werdet es dann schon sehen. Das wird auch dann richtig episch aussehen. Dann werden wir noch Ranken hinsetzen und Detailarbeiten dann machen. So, es ist die Frage, wie wollen wir das jetzt machen? Aus welchem Material? Holz wäre eine Option. So, wie sieht denn das jetzt aus von oben? Ach! Ja, ein Sprung aus dem ersten Stock. Ich glaube, wir brauchen langsam mal Sand für ein paar neue Fenster.
Ja, ich glaube, das Haus sieht dann etwas groß aus, aber es soll es ja auch sein. Das soll auch groß sein. So, wir brauchen jetzt wieder ein bisschen Holz. Ich glaube, ich hätte mehr vorhin hätte sammeln sollen. Ich hätte vorhin mehr Holz sammeln sollen. Schreck mich doch nicht so. Schwule Zombies. Haben nichts Besseres zu tun. Das ist eine Belästigung. Ich bin hier am Bauen. Ich glaube, ich werde auch bald eine Höhenerkundung starten müssen, um die ganzen Ressourcen wieder einzusammeln. Und davor habe ich mal wieder Muffensausen. Aber es hilft nichts. Oh, es wird gleich wieder Nacht. Ich glaube, wir sollten ein paar neue Bäume pflanzen. Langsam mal wieder. Ich schau mal nach, wo die Zombies sind. Zombies! Moment, ich muss mal wieder ans Telefon. Oh, hier bin ich wieder. Alle wollen was von meinem Vater heute. Heute ist alle wollen was von meinem Vatertag. Vatertag. Gut, was ich jetzt... Ich muss mal schnell schauen. Ich gehe mal schnell pennen und dann schaue ich nach, wie viel Speicher ich noch habe. Und falls ich noch genug Speicher habe, werde ich noch weiter produzieren. Ich habe jetzt gerade so viel Lust auf Minecraft. Wo ich angefangen habe, hatte ich ja irgendwie keine Lust, irgendwie den Part zu machen, aber es half nichts, ich muss den machen. Ihr wollt ja neue Minecraft-Parts und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss es machen. So, ich schaue jetzt mal schnell nach, wie viel Speicher ich noch habe. Moment, Computer. 13 GB. Na, damit können wir nur noch, ich glaube, ich nehme noch eine Viertelstunde auf, das müsste dann auch passen. Und falls es plötzlich abbricht, der Part, oder falls es dann plötzlich überspringt, dann ist das Spiel abgestürzt, weil der Speicher voll ist. Kommen die aus meinem Keller, die Zombies? Nee, die haben ja alles gut beleuchtet. Es ist unmöglich, dass da was spawnen könnte. Mein Keller ist zombiesicher. Da kommt auch jeden Tag die Leute vorbei und fragen, ob mein Keller zombiesicher ist. So ein Zombie-Sicherungs-Anwalt oder so, keine Ahnung. Na, ich glaube, das Holz reicht nicht mehr, wobei, doch, für eins reicht es noch. So, denn jetzt machen wir unser Dach langsam. Ich glaube, hier sollte ich... Ich dachte schon, der Zombie wäre hier. Verbiegen über Verbiegen. Das war ich so, so, so. Das kommt dann weg. Dam, 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 weg. Und so. Perfekt. Gut, dann bauen wir jetzt mal unser Dach. Natürlich möchte ich so machen, dass es hier absteht. Kennst du ja bestimmt so abstehende Häuser. Ich lebe zum Beispiel in einem abstehenden Haus, also so ein Haus, wo so abstehende Holzdinge hat. Okay, jetzt ist Holz. Holz. Verdammt, ich komme nicht drauf. Wie heißt das Wort? Holz. Holzdingens angesagt. Genau. 1, 2, 3. Ich weiß nicht mehr, wo die Mitte ist. Ich glaube, das hätte ich noch. Hätte sein müssen. Sollen. Naja, es hilft nichts. Zack, zack. Kommen wir überhaupt noch hoch? Nee, ne? Dann muss ich die Treppe woanders hinbauen. Ich glaube, ich mache sie dann zum ersten Stock hin. Scheiße, 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 scheiße. Schon wieder ein Baufehler. So, haben wir noch? Nee. Ich hätte mehr Holz mitnehmen sollen. Wir haben bestimmt etwas mehr Holz noch im Lager. Auf Lager. Jetzt verstehe ich den Begriff auf Lager. Und es laggt bei mir. Es laggt zwei Dinge pro Minute. Okay. Zack und zack. So, jetzt brauche ich die Mitte. Wo ist die Mitte? Ist das die Mitte? Ne, eins weiter. Wie ist die Mitte? Ah! Ich glaube, wenn ich das letzte fertig habe, muss ich zum Arzt, weil ich mir so viel Knochen gebrochen habe. Okay, jetzt kommen wir da nicht mehr hoch. Das heißt, ich muss es mal
improvisorisch abreißen. Okay. Eins, zwei, eins, zwei. Jetzt ist hier schon die... Aha, verstehe. Okay, 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 dann markiere ich es einfach mal da. Dann zack. Und hier noch so und so und so. Gut, und von hier aus wird dann der nächste Stock entstehen. Gut, dann baue ich es hier so. Wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt gerade, was baut ihr da? Aber es gehört alles zu meinem Plan. Verdammt, das kommt weg, da kommt der Holz hin, normales hin. Normales Holz. So, das soll ja noch gut aussehen. Und hier geht es dann weiter nach oben. Ich sollte aufhören, mir die Knochen zu brechen. Das ist nicht so gesund. Gut, hier muss eine Tür hin. Ich mach das mal. Wo ist hier die Mitte? Ich mach's mal nach Augenmaß. Ich glaube, die Mitte ist hier. Oder? Ja. Drei. Drei. Ja, ist genau in der Mitte. Hm, ja, sieht ganz komisch eigentlich aus. Aber ihr werdet es dann schon sehen, was ich vorhab. Wenn ich mich hier hinstelle und den Part jetzt beende. Oder die Aufnahme-Session. Na, springen wir mal nicht runter. Gehen wir mal den normalen Weg. Die Treppe kommt natürlich später noch weg. Das ist ja nur improvisatorisch da. Nee. Ja, es entspricht meinen Vorstellungen. Ich glaube, hier könnten wir noch... Hier bei diesen Dingen, da könnten wir, glaube ich, auch noch Holz machen. Das wäre dann, würde dann auch besser aussehen. Dann hier noch und da noch. Und ja, natürlich kommen noch Fenster hin. Das sieht ja hier. Ich glaube, wir hätten auf der Seite auch noch Fenster hin machen sollen. Hier kommen dann noch Fenster hin, ein paar Ranken. Und ja, sieht doch momentan etwas komisch aus, aber das wird dann alles schon ganz gut aussehen später. Da haben wir hier unser riesiges Haus am Sumpf gebaut. Das heißt, ich werde diesen Part jetzt wieder beenden. Oder beziehungsweise die Aufnahme-Session. Session. Wir brauchen ein bisschen Glas langsam. Gut, dann sage ich bis zur nächsten Aufnahme-Session. Bis dann, servus! Willkommen zurück bei Minecraft und ja, diesmal ohne Texture Pack. Es liegt daran, weil ich jetzt die Snapshots installiert habe. Das heißt, ich zeige es euch mal kurz. Wir spielen jetzt auch in der Minecraft Beta 12W25A und da kommt jeden neuen Donnerstag ein neuer Snapshot mit Erweiterung für die Version 1.3. Ja, und ich werde es immer wieder upgraden. Das heißt aber auch, dass es leider keine Texture Packs mehr geben wird für eine bestimmte Zeit, bis 1.3 draußen ist. Ja, aber das heißt, das ist bestimmt nicht so schlimm, finde ich. Oder für euch, oder was meint ihr? Na, ist auch egal. Falls ihr wollt, dass ich es wieder Standard machen soll, dann mache ich es halt wieder Standard. Also, ja, mit Texture Packs. Aber jetzt spielen wir mal mit Standard-Texturen. Spielen wir ja auch oft so selten. Wir sind hier immer noch bei unserem Haus, genau. Haben wir denn noch Pflastersteine? Ich gehe mal schnell schauen. Ah, unser Zuckerrohr ist gewachsen. Ist immer schön, okay. Melonenkerne. Na gut, das ist hier nichts und hier nichts. Hier sind ein paar neue Steine. Ach ja, es gibt jetzt Erfahrungspunkte, wenn man Sachen aus Öfen nimmt. Das heißt auch, dass wir schneller unsere Waffen verzaubern können. So, und was wollte ich denn jetzt machen? Ach ja, genau. Ich habe jetzt Folgendes vor. Und zwar ist mir aufgefallen, dass wir noch eine Schallplatte haben. Und ihr seht, das Gravel sieht jetzt auch anders aus. Hat eine neue Textur bekommen. Ja. Finde ich auch, dass es viel besser jetzt aussieht. Ich finde eigentlich, dass
Mojang das Ganze so machen soll, dass es nicht mehr so verpixelt aussieht. Na klar, das ist das Typische an Minecraft, verpixelte Blöcke. Aber ich finde schon, dass es langsam Zeit wird für HD-Texturen. Finde ich, also falls ihr oder andere vielleicht was dagegen haben, dann ja, dann akzeptiere ich das auch. Aber ist nur ein Vorschlag. Ich sollte nicht mit der Spitzhacke Zuckerrohr abbauen, das ist nicht so schlau. Okay, und man kann sich übrigens auch Bücher beschreiben. Manchmal ganz schnell. Ja, da brauchen wir Tintensäcke. Wir haben eine Feder. Haben wir denn eine Feder? Ja, hier ist eine Feder, perfekt. Und Bücher haben wir. Nee, Quatsch, wir brauchen Papier. Oder Bücher? Ja, Bücher brauchen wir. Und zwar müssen wir das, glaube ich, jetzt so anordnen. So, so, so. Ach, keine Ahnung. Da muss ich schnell schauen. Ich mache mal kurz Pause und schaue nach. Okay, ich hab's jetzt. Und zwar... Es wird Nacht! Na, klasse! Na gut, crafte ich mir schnell ein Buch. Und zwar geht es so. Zack. Zack und... Zack. Buch mit Feder. So, und da können wir jetzt ein Tagebuch draus machen. Wie auch immer. Und immer wenn wir einen neuen Part gemacht haben oder anfangen dann oder beendet haben, dann schreiben wir dort hinein, was wir gemacht haben. Ich frage mich, ob man Bücher auch noch beschreiben kann, nachdem man sie schon beschrieben hat. Ich schaue mal schnell. Was für ein Part ist es denn? Fuck, was ist das für ein Part? Part 31 ist es, ne? Ne, Part 32 ist es inzwischen. Ich mache mal. Sag mal, das ist Part 32. Ja. Okay, fertig. Und wird es dann gespeichert? Ja, es wird gespeichert. Sehr schön. So, und hier schreiben wir jetzt rein, was wir gemacht haben. Bla bla bla. Ah, man kann keine Lernzeilen machen. Moment. Oh Gott, das ist alles noch so neu für mich. Ich habe das noch nie gemacht. Buchtitel eingeben. Nein, ich möchte das nicht. Wie kann man das löschen? Ah, okay. Gut, und da machen wir jetzt was. Schreiben wir jetzt rein, was wir alles gemacht haben in diesem Part. Und zwar gehen wir jetzt zum Dschungelbiom und holen uns ein paar... Ne, Quatsch, holen uns zuerst das ganze Zeug aus dem Dungeon, damit wir uns gleich etwas machen können mit der Schallplatte. Da-dam, da-da-da-dam. Hui! Und die Sonne scheint. Die Pixelsonne, genau gesagt. Ich mag die Standardtexturen nicht. Da fühle ich mich so billig, als würde ich ein billiges Spiel jetzt playen. Aber Minecraft ist kein billiges Spiel. Und da ist, glaube ich, unser... Ach nee, da haben wir uns rausgegraben. Da geht's zur Hölle. Und hier sind Fliegenpilze, Fliegenpilze. Schwein! Fuck, wir haben kein Getreide. Ich würde es jetzt so gern mitnehmen, dann hätten wir eine Art Spiderschwein. Spiderschwein. So, hier geht's in die Insel Hell of Darkness. Ist hier was? Nein. Nö, hier ist nichts. Gut, dann nehmen wir mal das ganze Zeug mit. Zack, 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 zack. Und hier liegt ein Bett. Hi, Bett. Ist da was drin? Aha. Und hier ist sogar noch ein bisschen Kohle. Und falls wir keine Kohle mehr haben, dann laufen wir halt zurück in eine hohe Höhle und holen uns Weiches. Dum, 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 dum. Ach verdammt, ich lerne das nie, wie man das Menü wegschaltet. Nein, so nicht, nein, auch nicht, da, ja, jetzt habe ich's. Laufen wir ein bisschen durch die Lande. Und da sieht man schon unser Haus aus Entfernung. Ich nehme mal schnell die Blätter mit. Hallo Oktopus. Jetzt sind die auch, jetzt ist es auch ein wichtiger Oktopus zu jagen, weil die geben mir als Tinte, die wir für Bücher brauchen. Da-dam, da-dam. Dam. Hallo? Ah, schnell weg von hier. Schnell weg! Schnell weg! Schnell weg! Schnell weg! Schnell weg! Okay, hier sind wir wieder. Verdammt, ich lerne das nie. Hier. Nein, das kommt weg. Oh Gott, jetzt mache ich hier over 9000 Screenshots. Idioten, Kevin.
Nun gut, wir haben ja einen Diamanten jetzt. Zack. Ich habe das nur einmal bis jetzt gemacht und das in meiner Let's Show Welt. Und zwar... Nein, wir craften uns keine Truhe, sondern ein Plattenspieler. Ja, wenn wir schon dabei sind. Ein paar Stücke. So. Und jetzt haben wir mal schnell die Musik aus. Und zwar... Wo bauen wir es denn hin? Bauen wir es mal dahin. Das passt so schön hin. So. Und jetzt dann nehmen wir mal die Schallplatte, die wir im Dungeon gefunden haben, und legen sie rein. Und was kommt? Ja, eine schöne Musik. Die können wir eigentlich hier oben bauen. Dann können wir hier so eine Art Musikzimmer da oben bauen.